Ja, für die, die nicht im Workshop Gemeingüter waren, möchte ich mich noch kurz selber vorstellen. Meinen Namen sehen Sie ja da vorne, Brigitte Kratzwald. Ich arbeite seit ungefähr 2 Jahren zum Thema Gemeingüter in Österreich, arbeite da auch sehr viel mit Silke Helfrich zusammen und bin in dem Zusammenhang auch immer wieder hier in Deutschland, das erste Mal in Bremen, was mich auch sehr freut. Und warum mein kommunalpolitischer Zusammenhang, der kommt aus einer früheren Zeit. Ich habe bei ATTAC Österreich inhaltlich sehr viel zu öffentlichen Dienstleistungen gearbeitet und wir haben dabei auch viel mit Gemeinden, mit Gemeindepolitikerinnen und Politikern zusammengearbeitet, wo es darum ging, um den Erhalt öffentlichen Eigentums und öffentlicher Dienstleistungen, was dann letztlich, wie wir alle wissen, nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Und das war dann eigentlich einer der Gründe, warum das Thema Gemeingüter mich begonnen hat zu interessieren. So viel zu meiner Person. Und laut Programm sollten wir jetzt ja erstmal die Berichte aus den beiden Workshops hören. Und zwar von Klaus Wolscher von der TAZ Bremen aus dem Workshop zu Transition Towns und Postwachstumsökonomie. Und von Dorothee Krumpipe, spricht man das so aus? Krumpipe von Radio Bremen aus dem Workshop zu Gemeingütern. Wer von euch beiden mag beginnen? Also, dann fange ich an. Das war wie gesagt, der Workshop Gemeingüter Commons. Und es hätte fast eine Gründungsversammlung sein können, dieser Workshop, für eine Plattform. Ziel ist es, kritische kollektive Ressourcen auch kollektiv zu nutzen. Das war sozusagen die Einstiegsthese am Anfang, dass eben der gemeinsame Besitz auch wichtig ist. Es hat ganz viele Beispiele gegeben in diesem Workshop, Beispiele eben auch aus Bremen, wo Grünflächen verkauft wurden. Es hieß ganz oft, die Kommunen, eben auch Bremen, sehr verarmt, verkaufen das Land an zum Teil eben auch profitgierige Investoren. Um quasi dieses Ziel umzusetzen. Dazu gibt es einige Vorbedingungen, über die wir viel gesprochen haben. Eine Vorbedingung war Information, also Informationen zur Verfügung zu stellen für alle, damit die sich organisieren können. Das nächste Problem ist, Freiwillige zu finden, Freiwillige, die Zeit haben, um das umzusetzen. Und eine andere wichtige Bedingung ist auch Sprache, eine klare Sprache. Es gab am Anfang zwei Beispiele. Das eine ist Jenapolis, das ist eine Internetplattform für Veranstaltungen, für Nachrichten. Und diese Internetplattform aus der Stadt Jena ist inzwischen so eine Art Kampagnenportal geworden. Ziel ist es quasi, sehr niedrigschwellig Informationen zur Verfügung zu stellen, auch für Bürgerinitiativen, um sich zu vernetzen. Es gab, fand ich das ja ein ganz beeindruckendes Beispiel, in der Atomdiskussion, dass die Stadtwerke innerhalb von wenigen Tagen über diese Plattform aufgefordert wurden, doch aus dem Atomstrom auszusteigen. Und das wurde innerhalb weniger Tage erreicht, weil das eben nicht nur ein Internetforum ist, sondern tatsächlich auch zu einer Kampagne im Internet wurde. Bedingt aber eben auch, dass es Freiwillige gibt, die das organisieren, weil damit selbst man davon nicht unbedingt selbst leben kann. Und so war es zumindest eben in Jena und es in Bremen zum Teil ja eben auch nicht anders, dass die Medien vor Ort eben oft nicht so unabhängig berichten, sodass es diese Plattform braucht, um sich zu vernetzen. Eine Schwierigkeit, die da eben auch aufkam, war, dass eben auch gar nicht alle immer Internet benutzen. Also es muss eben weiterhin kann es nicht nur im Internet stattfinden. Was quasi damit einhergeht, ist die Frage nach dem Grundeinkommen. Also das Engagement zum Beispiel bei dieser Internetplattform bedingt, dass man Zeit hat, dass es Freiwillige gibt, dass es Ehrenamtliche gibt. Und Politik, so war eine dieser Thesen in dem Workshop, ist heutzutage oft nur noch Mängelverwaltung. Die Kommunen sind arm. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man selbst versucht, die Sache in die Hand zu nehmen, wieder Handlungsspielräume erarbeiten. Und diese Aktivitäten, dafür braucht es eine Vernetzung der einzelnen Initiativen, der Bürgerinitiativen, um eben auch ein bisschen mehr Power zu organisieren, damit nicht jeder nur vor sich hin
vorstellt, sondern man sich zusammentun kann. Die Schwierigkeit, die wir hatten, ist, dass es eine klare Sprache braucht. Und mit den Wörtern, mit denen wir auch heute Morgen oft gearbeitet haben, Commons oder Resilienz, das sind eigentlich Begriffe, mit denen man keinen mitnehmen kann. Also ganz wichtig für diese Arbeit, eine klare Sprache zu entwickeln, um eben auch Leute mitzunehmen. Soweit aus dem ersten Workshop. Das war ja wirklich eine Kurzfassung. Dankeschön. Was uns noch viel mehr Zeit gibt für weitere Diskussionen dann. Dann würde ich als nächstes mal Klaus Wolscher bitten um seinen Bericht aus dem anderen Workshop. Ja, wir sind ja hier als Journalisten gebeten worden, die Berichte zu machen. Das heißt, wir haben es gelernt, aus 150 Seiten Tonbandprotokoll eine Seite oder anderthalb Seiten Bericht zu machen. Wichtig ist dabei immer, dass man ordnet und dass man weglässt. Also Entschuldigung gegenüber allen, deren Beiträge hier weggelassen werden müssen, aber sonst funktioniert so ein Bericht nicht. Transition Towns, wem gehört die Stadt, ist ja das Thema gewesen. Dieser Arbeitsgruppe und überhaupt dieses Kongresses. In dieser Arbeitsgruppe Transition Towns ist auch eine Vielfalt von Projekten vorgestellt worden, von Leuten, über Leute, die urbane Lebenswirklichkeit sehr kritisch sehen, empfinden, die sie ablehnen und ihr zum Teil oder ganz entfliehen können oder wollen. Stadtflucht ist ein altes Stichwort, wobei das Neue möglicherweise ist, dass diese Stadtflucht innerhalb der Grenzen der Stadt auch stattfindet, also dass Nischen in der Stadt gesucht werden, in der man dem, was so die moderne Stadt ausmacht, doch weitgehend sich dem entziehen kann. Im Wesentlichen sind das die Zwänge der Geldökonomie, die offenbar diese Projekte, denen sie entfliehen wollen, und nach Formen der Subsistenzökonomie suchen. Das Thema ist ja nicht ganz neu. Früher nannte man das Alternativbewegung oder Kommunebewegung, und die Kongresse hießen nicht Transition Town Kongresse, sondern Tu was oder Tu nix. Die Frage ist der Inhalt wirklich neu oder handelt es sich um ein neues Etikett? Heute spricht man mehr Englisch, deswegen diese vielen englischen Worte, um dem Ganzen einen gemeinsamen Geist zu geben. Hauptsächlich, glaube ich, ging es in dem, was da vorgestellt worden ist, um neue Etiketten für Dinge, die schon seit einigen Jahrzehnten praktiziert werden, versucht werden. Ich will eine Bemerkung machen, die in dem Workshop nicht vorgekommen ist. Es wäre ja spannend, mal zu gucken, welche Alternativprojekte, Transition Town Projekte, die 1976 oder 1982 gegründet worden sind, waren erfolgreich. Wenn ja, warum? Welche sind gescheitert? Warum sind sie gescheitert? Wer jetzt heute neu anfängt mit so einer Idee, könnte vielleicht daraus lernen, wenn er weiß, dass er in einer Tradition steht, die schon ein bisschen älter ist. Friederike Habermann hat, die in der Waldkommune lebt, wenn ich es richtig verstanden habe, also richtig Stadtflucht betreibt, jedenfalls mit einem Teil ihrer Existenz, hat ihr Buch, spricht in ihrem Buchtitel, in ihrem Buch von Halbinseln. Das finde ich einen spannenden Begriff, weil er eben die Halbheit auch dieses Entzugs, dieser Stadtflucht beschreibt. Die Frage ist, die sich daran anschließt, wenn man sagt, wir träumen von einer Halbinsel, wollen diese Halbinseln die Stadtgesellschaft insgesamt verändern? Transition Town heißt ja eigentlich Stadt im Übergang, also wem gehört die Stadt, wollen diese Projekte die Stadt insgesamt verändern? Zweitens, können sie das überhaupt? Naturgemäß sind das schwierige Fragen, auf die es in so einem Workshop keine Antworten gibt. Einer der Teilnehmer hat das Wort Schrebergartendenken da eingeführt. Ich fand das ganz interessant, weil es einerseits darauf verweist, dass diese Idee der Stadtflucht, Zivilisationsflucht auch schon ein bisschen älter ist, noch älter als die Alternativbewegung. Wobei ähnliche Motive um die Jahrhundertwende oder noch im 19. Jahrhundert zu diesen Schrebergärten geführt haben.
Das Wort Schrebergartendenken hat in unserer Diskussion meistens so einen negativen Touch, das ist aber völlig falsch und überflüssig. Es geht da darum, dass sich Menschen einen Lebenstraum verwirklichen. Und das wollen wir ja alle. Und dafür eine bestimmte Form suchen, weil sie in ihrem Job und in ihrer Hochhauswohnung das möglicherweise nicht finden. Andere können sich ein Privathaus in Schwarhausen leisten und einen eigenen Garten, die brauchen keinen Schrebergarten denken. Die träumen vielleicht auf eine andere Weise von ihrem Schrebergarten. Wichtig ist bei diesem Schrebergartendenken jetzt positiv bewertet auch, dass das nicht nur um Gerede da geht, sondern dass die Menschen richtig anfangen, nicht nur planen, sondern richtig kleine Schritte, sicherlich kleine Schritte machen, aber anzufangen. Wesentlich ist dabei, dass sie an sich selber denken, an ihr eigenes Leben, man hat nur eins, und dass die Auswirkungen auf die gesamte Stadt zweitrangig oder gar ganz egal sind. Also die viele auch der Town Transition Towns Projekte, würde ich mal sagen, viele der Alternativprojekte haben genügend zu tun gehabt, an sich selbst zu denken, an ihrem eigenen Glück zu arbeiten, manchmal mit Erfolg, manchmal ohne. Nur wenige haben die Kraft gehabt oder auch den Horizont, die Perspektive zu überlegen, wie kann man denn die ganze Stadt verändern. Die Frage ist also, sind diese Halbinseln, sind das Rückzugsorte, in denen man gut leben kann, seinen Lebenstraum verwirklichen kann und diesen Stadtstrukturen entfliehen kann, oder sind es, wie Friederike Habermann gefragt hat, auch Keimzellen, aus denen was ganz anderes, Größeres erwachsen kann und möglicherweise dann die Frage, wem gehört die Stadt, diskutierbar wird auf dieser Ebene. Auch die Worte sind neu, sie sind schön deutsch. Ich erinnere mich, dass ich vor 30 Jahren mal beteiligt war an einem Raubdruck von einem Buch von André Gors, Abschied vom Proletariat hieß das. Wir fanden damals wichtig, Peter Rüdel auch, hatte auch mitgeholfen, wir fanden wichtig, dass das billig hier verbreitet wird in Deutschland, weil die Idee zum Beispiel, die Arbeitszeit zu verkürzen, Teil der Arbeitszeit, die man hat, in Subsistenzprojekten einbringen zu können, weil die dort schon sehr weitgehend ausformuliert war. In dem Titel dieses Buches damals kam auch zum Ausdruck, dass, das war eben die aktuelle Diskussionslage damals, dass damit ein Abschied von Proletariat, das war ja, bedeutete ja Vorstellung, die ganze Gesellschaft verändern zu wollen, dass das eben doch ein Stück weit davon Abschied sein hätte sein können, sein konnte, diese Frage wurde da aufgeworfen. Also dieselbe Frage, die heute, wenn man sagt, Halbinsel oder Keimzelle, wurde damals als Abschied vom Proletariat diskutiert. Wir sind... Aber wir können das ja gerne mal ergänzen. Die Frage ist jetzt, in welcher Form die Transition Town Initiativen die Stadt wirklich verändern, ist in der Arbeitsgruppe da nicht weiter diskutiert worden und es gab da auch keine Antworten auf. Danke mal für die journalistischen Berichte. Ich habe jetzt schon etliche Köpfe schütteln gesehen da. Es geht jetzt folgendermaßen weiter. Die beiden Workshop-Leiter.